Willkommen zurück zur nächsten Folge unserer BVB-Karriere hier in FIFA 21. Heute geht es weiter, wir sind im März angekommen und dennoch dreht sich irgendwie schon alles um die nächste Saison. So haben wir bereits in der letzten Folge Bürki verkaufen können und Strakosha holen können. Das ist der erste Schritt für den Sommer und jetzt werden wir den Nachfolger von Erling Haaland bestimmen, denn der wird uns wohl im Sommer durch eine Ausstiegsklausel im Vertrag von gerade mal 80 Millionen Euro verlassen und deshalb brauchen wir da auf jeden Fall einen Ersatzmann. Und dabei hattet ihr vier mögliche Spieler, die ihr auswählen konntet. Zum einen Haller, Weghorst, dann hatten wir Schick und Gonzales. Und genau dieser Gonzales, der wird es auch, 23 Jahre jung, kann Stürmer spielen, kann auch auf dem Flügel spielen, wird bei uns auf jeden Fall erstmal Stürmer spielen. Hätte eine dicke Ausstiegsklausel, aber wir versuchen ihn auch erstmal so zu bekommen. Wir konnten uns dann jetzt auch relativ schnell einigen mit Stuttgart. 27,5 Millionen, das ist die Ablösesumme, die wir bezahlen müssen. Und damit fehlt jetzt nur noch die Unterschrift unterm Vertrag. Ihr kriegt natürlich einen saftigen Gehaltsbonus nochmal oben drauf im Vergleich zum Stuttgart-Gehalt. Wird bei uns tatsächlich nur sporadischer Spieler sein erstmal. 3-Jahres-Vertrag, mehr möchte ich ihm einfach nicht geben, weil ich nicht zu 100% davon überzeugt bin, dass er ja Haaland würdig ersetzen kann. Ich glaube schon, dass er richtig gut sein kann. Vor allem ist er auch ein sehr schneller Spieler, aber ich wollte ihm jetzt keinen absolut langfristigen Vertrag geben. Deshalb 3 Jahre können wir ja immer noch verlängern. Sein Gehalt will er nochmal ein bisschen steigern, ist okay. Und ich finde auch sehr, sehr gut, dass er die sporadische Rolle annimmt, denn das bringt uns einen weiteren Vorteil. Jetzt ist er erstmal fix und wird im Sommer zu uns stoßen. Ja, und der Vorteil da ist natürlich einfach, dass wir deutlich mehr auf Moukoko setzen können. Er kann einfach deutlich mehr spielen, Youssoufa Moukoko, dadurch, dass eben ja Gonzales nicht den Anspruch hat, in jedem Spiel zu spielen. Nicht so wie in Haaland. Und Gonzales, Moukoko, die haben jetzt auch nur 4 Gesamtratings Unterschied. Heißt, Moukoko kann da echt jetzt sich auf deutlich mehr Spielpraxis freuen. Dazu haben wir hier ein paar neue Spieler-Profilbilder. Tigges hat beispielsweise 1 Ferrey, aber der wird uns wohl verlassen im Sommer. Ist das von Reus neu? Ich weiß es gar nicht so genau, aber hier sind auf jeden Fall ein paar neue dabei. Brav hat eigentlich auch mal ein Bildchen da bekommen und der Rest ist soweit gleich geblieben. Und damit geht es jetzt rein in die Folge so richtig. Und zwar geht es nachher gegen Atletico. Revierderby werden wir spielen. Und dann mal gucken, ob wir hier gegen Leverkusen spielen oder vielleicht eine andere Partie. Das überlegen wir uns dann. Jetzt erstmal gegen Hamburg simulieren. Mit einer leicht veränderten Mannschaft zu Hause müssen wir da aber trotzdem gewinnen. 4-1, Haaland, Reyna, Haaland und nochmal Haaland. Das hier ist ja mal eine absolut interessante News. Hier steht, dass Dortmund seine Siegesserie auf 13 Spiele ausbaut. Also, stimmt das? 13 Spiele am Stück? Haben wir 13 Spiele am Stück in der Liga gewonnen. Gegen Hamburg haben wir gewonnen. Davor die letzten 4 Spiele alle gewonnen. Davor nochmal welche gewonnen. Das sind jetzt, hier sind 4 Spiele, 5, 7 Spiele. Hier haben wir alles gewonnen. Das sind nochmal 4, das sind 11. Und dann kommt Bremen dazu. Bayern war im Pokal. Schalke kommt dazu. Tatsächlich 13 Spiele am Stück haben wir einfach gewonnen. Komplett krank. Jetzt haben wir eine Übereinkunft mit Barcelona zu Julian Brandt. Das Ganze werden wir annehmen. Ich habe zwar die Abstimmung vergessen, aber ich denke, ja, Barcelona, da wird Brandt nicht Nein sagen. Heißt, dort baut sich ja die nächste Baustelle auf. Wobei ich da aber sagen muss, das können wir eigentlich auch mit unserem aktuellen Kader ein bisschen auffangen. Gucken wir da gleich nochmal genauer rein. Erstmal, wen hätten wir denn auf der Liste? Locatelli hätten wir. Wir hätten Onana, Samaseko, Endo fände ich relativ interessant als Backup-Spieler. Kammerwinger wird keine Option sein. Lokonka sieht interessant aus. Hier hätten wir ein paar Erfahrene noch. Weigel halte ich für sehr interessant für den Sommer. Da gucken wir mal. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir das intern auffangen, weil Jude Bellingham soll meiner Meinung nach in der nächsten Saison deutlich mehr Einsatzzeiten bekommen. Gegen Köln müssen wir natürlich ein bisschen rotieren. Wird das der 14. Sieg in Folge? Ja oder nein? Es wird der Brandt und Meunier mit den Toren. Und mit so einem Lauf, da kann man mal gegen Atletico ins Rückspiel reingehen. Eines ist aber heute klar, das hier wird eine sau schwierige Mission, hier heute irgendwie noch ins Viertelfinale der Champions League zu kommen, denn wir brauchen einfach mal 3 Auswärtstore gegen Atletico und das gegen Jan Oblak, das ist ja schon fast unmöglich. Und das hier ist dieses Atletico, was heute 3 Tore eingeschenkt bekommen muss von uns. Jan Oblak steht im Kasten, davor haben wir eine Dreierkette dann. Bestehend aus Felipe Jiménez und Matip, Saúl, Koke, Jorginho, De Lorente und Correa. Das Mittelfeld und João Felix und Luis Suárez stürmen wieder ganz vorne. Vor allem Luis Suárez, ja, der überragende Mann aus dem Hinspiel. Ja,
können wir denen heute etwas entgegenstellen. Wir werden es auf jeden Fall probieren. Wir werden von Anfang an natürlich versuchen, offensiv reinzugehen. Was anderes bleibt uns ja auch gar nicht übrig. Aber ja, wir sind natürlich hier der klare Underdog in dieser heutigen Partie. Ihr seht hier unsere Spieler. Große Überraschungen gibt es, glaube ich, heute nicht. Thorgan Hazard spielt in der steht in der Startformation. Roman Bürki natürlich im Tor. Davor die Viererabwehrkette wie gewohnt. Meunier, Can, Hummels und Guerrero. Davor haben wir heute Delaney und Neuhaus, Reyna, Reus, Hazard und vorne Haaland. Gute erste Gelegenheit vielleicht per Konter. Haaland, Thorgan Hazard. Thorgan Hazard sucht Reus und der erste Abschluss und Verteidiger ist davor. Somit keine Gefahr für Oblak. Oh, Haaland. Haaland, oh Mann, sowas müssen wir nutzen. Wenn wir da so den Ball geschenkt bekommen, dann müssen wir da mehr draus machen. Oh, jetzt kommt Atletico. Atletico, erster Abschluss. Bürki ist da. War gerade eine gefährliche Situation, weil wir die Zuordnung verloren haben. Und dann ist es halt echt ekelhaft gegen diese offensiv aufgestellte Mannschaft von Atletico. Und Haaland kommt hier heute noch überhaupt nicht durch. Thomas Delaney unten ist Gio. Neuhaus wieder für Gio Reyna. Aber der am Tor vorbei. Oh, Koke. Koke. Was soll man gegen diese Mannschaft machen? Es ist so krank, wie gut die sind. Wir dürfen uns jetzt aber nicht zu sehr darüber aufregen, denn für uns ändert sich nichts. Wir brauchen 3 Tore. Jetzt geht es halt darum, Verlängerung und nicht ums direkte Weiterkommen. Wir reagieren dann auch gleich für die zweiten 45 Minuten. Mokoko kommt rein. Wir stellen um auf 3-5-2. Wo ist... So, Mokoko da gleich im 16er, aber kommt nicht zum Abschluss. Das ist unser großes Problem gerade. Wir finden unsere Stürmer nicht, vor allem Halbzeit 1 natürlich Haaland überhaupt nicht, der gut zugestellt wurde. Mokoko kann er sich hier durchsetzen. Oben gibt es Gerüchte um Julian Brandt, da wissen wir ja schon genaueres, aber die Presse wohl noch nicht. Es könnte da ja wohl zum Wechsel nach Barcelona, nach Spanien kommen. Super, Mokoko macht er gut. Macht er gut. Oben ist Haaland. Und da ist das erste Tor. 2 weitere brauchen wir für die Verlängerung. Haaland ist zu dumm, den Ball zu holen. Aber jetzt geht's weiter. Jetzt geht es weiter. Hazard. Reus. Oh, und ein Verteidiger. Verteidiger blockt diesen Ball. Jetzt der lange Ball zu Saúl. Niguez. Quergelegt. Wir sind beim ersten da und auch beim zweiten. Zweiter Wechsel bei uns und auch Atletico wechselt. Luis Suarez geht, Morata kommt. Und bei uns kommt Brandt für Neuhaus. Reus. Unten Hazard. Hazard. Oben Haaland. Ein Tor. Wir machen weiter. Wir haben 20 Minuten auf der Uhr. Wir sind taktisch gerade gut aufgestellt. Und jetzt müssen wir weitermachen. Riesenkontergelegenheit für Atletico. Korea ist durch. Korea und dann ist Meunier da. Wir bleiben noch in der Partie. Laufen die letzten Minuten. Wir brauchen den verdammten Ball. Wir brauchen den Ball. Oh nein, nein, nicht sowas. Emre, dann geh doch fürs Foul, aber nicht für das. Oh, Tor ganz stark. Nochmal ein Wechsel. Wir werden nochmal wechseln. Natürlich werden wir jetzt Zagadou reinsetzen, der Stürmer spielen wird. Der wird die Stürmerrolle übernehmen. Dann hoffen wir, dass wir irgendwie hier noch ein Tor bekommen. 90. Minute. In einer absolut spannenden Partie. Atletico wechselt auch nochmal. Koke geht runter. Herrera kommt. Correa mit der Ecke. Die Ecke kommt zu Matip. Rückraum. De Llorente legt sich den Ball zurecht. Verliert ihn. 2 Minuten Nachspielzeit. Und es geht nochmal. Über Haaland. Haaland hat diesen Ball nochmal. Haaland macht er nicht schlecht. Guerrero, da ist Zagadou. Das ist nicht schlecht, das ist alles nicht schlecht, aber es ist nicht gut. Es reicht am Ende nicht. Wir machen zwar eine unfassbar starke zweite Hälfte, kriegen das dritte Tor aber nicht gebacken, weil Atletico natürlich deutlich defensiver nach dem 2-1 stand. Ja, und am Ende sind wir raus. Am Ende sind wir raus aus der Champions League. Wir haben natürlich das Hinspiel vergeigt, hier die erste Halbzeit auch ein bisschen. Wir hätten früher auf das 3-5-2 gehen müssen. Dann hätten wir auf jeden Fall noch eine Chance gehabt. Wir hatten jetzt auch noch eine Chance dadurch, aber ja, die Umstellung kam zu spät. Bitteres aus, aber somit können wir uns jetzt voll auf den Meisterkampf in der Liga konzentrieren. Und wenn es ja eigentlich auch heißt, never change running system,
werden wir auf jeden Fall uns mal diese Taktik hier merken, weil die war, hat mir sehr gut gefallen. Und was mir vor allem daran gut gefällt, ist, dass Moukoko und Haaland zusammen im Sturm spielen und Moukoko bringt halt nochmal echt eine Menge Impulse in die Partie. Deshalb finde ich das echt eigentlich ziemlich interessant, so zu spielen. Werden wir uns auf jeden Fall mal für die Zukunft merken. Gegen Leverkusen werden wir auf jeden Fall selbst spielen, denn die sind ja Dritter. Und mal gucken, ob wir da mit der Mannschaft spielen oder mit dem altbewährten System. Und damit geht es jetzt rein in der Bayer-Arena und ich sehe da hinten schon Michael Ballack und das ist eine so geile Choreo. Das feiere ich schon wieder. 26. Spieltag. Wird es der 15. Sieg für den BVB in Folge? Was für eine Serie. So eine lange Siegesserie gab es bestimmt noch nie in der Bundesliga. Ich weiß es nicht genau, ob es die längste ist. Ich kann es mir aber sehr gut vorstellen. Ja, und Radetzky, der steht natürlich bei Leverkusen im Tor. Davor haben wir die Viererkette Wendell, Hermoso, Tapsoba und Atal. Dann haben wir Arangues, Ramsey und Coutinho. Nicht schlecht. Und im Sturm Bailey, Schick und Bellarabi. Schick hier eine Option bei uns gewesen auf die Haaland-Nachfolge. Und ich schließe mal zumindest für die Zukunft nicht komplett aus, dass er vielleicht nochmal zu uns kommen könnte. Bei uns, da habe ich mich tatsächlich für das 3-5-2-System entschieden. Ich möchte es ausprobieren in der Liga Moukoko, also in der Startformation zusammen mit Haaland. Bürki natürlich im Tor, davor die Dreierkette. Meunier, Can und Hummels. Dann haben wir, ja, perfekt. Ich muss es, ja. Alles klar. Okay, FIFA. Okay, den Zweiersturm, den habt ihr hinbekommen. Den Rest nicht. Es ist komplett falsch. Es ist komplett falsch. Aber okay, können wir jetzt nicht ändern. Es gibt aber noch was Neues zu verkünden. Und zwar ist der Deal mit Julian Brandt durch. Er wird uns also im Sommer ebenso verlassen. Genauso wie uns ja ein Haaland wohl verlassen wird. Und wie ein Bürki, der uns ja auch verlassen wird in Richtung London zu Tottenham Hotspur, wird uns im Sommer auch Julian Brandt verlassen. Für ihn geht es nach Spanien. Es geht zu Barcelona, zu einem der größten Vereine der Welt. Und ich hoffe mal, dass die hier nicht mehr so in der, ja, Krise stecken wie in der Realität. Oh, die Flanke ist gut. Die Flanke. Oh, Haaland. Der 30 Tore, Mann, macht den nicht. Oh Mann. Also im Kopfballspiel, da müssen wir nochmal arbeiten. Laufen die letzten Minuten in einer, ja, von den Torszenen sehr langweiligen ersten Halbzeit. Taktisch war es aber sehr, sehr interessant. Es bleibt beim 0-0. Ja, wir machen es okay. Wir machen es auch echt gut, finde ich eigentlich. Wir kommen ganz so klar mit dem System, aber es fehlen ja noch so Kleinigkeiten, so die Abstimmung. Leverkusen ist halt jetzt auch keine schlechte Mannschaft. Oh, ist ein guter Ball für Brav. Brav hinter der Kette, aber kriegt den Ball nicht quergelegt. Aber so kann es ja mal gehen. Brav gefällt mir auch wieder einmal sehr gut über seine rechte Seite da. Ecke kommt rein von Emre Can, das müssen wir unbedingt ändern. Emre Can ist zwar echt ein guter Spieler, aber ja, da haben wir bessere für Ecken. Und den hat Radetzky dann natürlich. Leverkusen bringt Diaby, wir bringen einen Ex-Leverkusener und zwar Julian Brandt für Florian Neuhaus und bald ja auch Ex-Dortmunder, denn er wechselt ja zu Barca. Julian Brandt. Brandt geht mal durch. Tapsoba ist da. Tapsoba ja auch einer, den man sich vielleicht mal in der Zukunft in Dortmund vorstellen kann. Können wir auf jeden Fall mal drüber nachdenken, weil den finde ich echt, in echt wie auch im Spiel sehr, sehr stark und das ist ein guter Versuch für Diaby, aber Bürki ist zur Stelle. Nochmal drei Wechsel, einer auf Seiten von Leverkusen. Martinez kommt für Patrick Schick. Bei uns Doppelwechsel, Moukoko und Brav gehen raus. Beide heute, ja, stets bemüht, aber wirkungslos geblieben. Bellingham und Reyna kommen. Reus geht auf die zweite Stürmerposition. Jude Bellingham oben wartet Rafa Guerreiro. Guerreiro, und der probiert es selbst, weil keine Anspielstation da war. Radetzky ist da, hält das Ding. Nochmal Bellingham, dann verdaddeln wir das Teil. Und Leverkusen konnte im direkten Gegenzug mit Diaby. Der ist natürlich viel schneller als unsere Hintermannschaft. Diaby und eine Super. Was? Schiri! Also manchmal wird man echt verarscht. Gelbe Karte. Also wenn, dann ist es rot. Aber es war kein Foul. Emre Can hat den Ball gespielt. Wir haben es alle gesehen. Wir haben es alle gesehen. Mats Hummels ist völlig außer sich. Der spielt den Ball. Und dann stolpert dieser Diaby über ihn rüber. Eine klare Fehlentscheidung vom Referee. Videoschiedsrichter gibt es nicht. Und jetzt hat der Jamaikaner Leon Bailey die Riesenchance aufs Tor gegen Roman Bürki. Und er macht es 1-0 Leverkusen. Frech! Marco Reus. Julian Brandt. Julian Brandt. Und er zehrt sich dabei bei diesem Abschluss. Ganz bitter für ihn. Haaland über den Flügel. Haaland mit Gewalt. Aber keiner in der Mitte zur Stelle. Wir haben den Ball weiterhin. Haaland.
Oben Reus, oben Reus und wieder Haaland und ja, die Verteidiger. Bailey geht vorbei, Bailey Rückraum. Und irgendwie ist Mats Hummels da. Leverkusen hat jetzt Platz, Leverkusen hat Platz. Und Spielfreude, das war abseits. 5 Minuten noch. Nochmal Vollgas nach vorne. Wir wollen hier heute nicht verlieren. Sieht nicht gut aus. Sieht nicht gut aus. Das war's. Das war's. Keine 15 Siege am Stück. Es ist die erste Niederlage nach einer Ewigkeit für den BVB. Und das gegen den Drittplatzierten, gegen Leverkusen, die somit sogar an den Dortmundern wieder etwas dran sind. Hier hätte es jetzt auch nochmal fast 11 Meter geben können. Zweites Gegentor können wir verhindern. Der Schiri könnte jetzt auch einfach abpfeifen. Das Spiel ist durch. Ja, Leverkusen gewinnt hier heute absolut glücklich durch eine Fehlentscheidung des Unparteiischen. Denn das war nie und nimmer ein Elfmeter. Aber wir müssen uns vorwerfen lassen, dass wir heute hier kein Tor geschossen haben. Und ob das jetzt am System liegt oder ob das an der Stärke von Leverkusen liegt, das müssen wir in Ruhe analysieren. Fakt ist, wir verlieren und dann ist halt die Frage, was die Bayern machen. 4:7 Schüsse und dennoch kein Tor. Bayern gewinnt knapp mit 2:1 gegen Gladbach und damit haben sie jetzt erstmal 3 Punkte Vorsprung. Es ist noch nichts entschieden. Brandt ist verkauft, habe ich euch schon eben gesagt. Ich möchte mich für die Einsätze bedanken, das ist gut. Hazard möchte häufiger spielen, werden wir auch dran denken. Aber jetzt denken wir vor allem an die Tabelle. 5 Punkte nur Vorsprung vor Leverkusen. Aber wir orientieren uns erstmal weiter nach oben und wollen jetzt die nächste Serie starten. Und gibt es eigentlich einen besseren Zeitpunkt, um eine neue Serie zu starten, als im Revierderby? Zu Hause vor den eigenen Fans gegen S04. Das muss heute gewonnen werden. Heute gibt es dann noch keine Experimente bei uns. Bürki steht natürlich im Kasten. Viererkette davor. Guerrero, Zagadou, Hummels, Meunier. Dann Bellingham und Witzel heute im Zentrum. Rainer, Hazard, Reus und vorne Haaland, der aktuell 30 Tore hat. 40 Tore zum Wettbewerbsrekord. Mal gucken, ob er das noch knacken kann. 27. Spieltag ist ja auch schon. Fährmann im Tor, da kann man auf jeden Fall mal ein paar Buden reinhauen. Eine ordentliche Viererkette auf McKennie und Serdar können sie tatsächlich noch im Zentrum zählen. Uth, Harit und Schöpf ist auch keine schlechte Offensive, aber Skripski als Stürmer, da bin ich mal gespannt. Skripski, Skripski! Und da hat er gleich mal die erste Gelegenheit. Der Mann, der ja eigentlich kein richtiger Stürmer ist, eher ja ein Flügelspieler, heute aber im Zentrum aufgestellt bei Schalke und hat ja auch die erste Gelegenheit. Oh, und das wieder Schalke, Weston McKennie war's. Mit dem nächsten Abschluss. Aber vielleicht wir jetzt mal mit dem Konter. Marco Reus. Oben wäre Gio. Kann er da den Verteidiger überholen? Nee, kann er nicht. Schalke mit einem guten Start. Okay, Ralf Fährmann. Das war kein gutes Beispiel. Reus. Und da ist Jude Bellingham. Aber er kommt nicht zum Abschluss. Oh, es ist auch heute echt eine schwierige Partie hier gegen Schalke. Die machen das nämlich echt stark, wie ich schon gesagt habe. Wir kommen offensiv überhaupt nicht richtig durch, Witze. Auch der Fernschuss bringt es nicht. Oh, stark von Haaland. Das ist so gut, wie der kämpft. Erling Haaland. Oh Mann. Was ist denn los? Was ist denn los? Da holt er erst so gut zusammen mit Reus den Ball. Und dann leichtfertig vergeben. Da muss natürlich viel mehr Schwung hinter diesem Ball. Dann kann der auch reingehen. Haaland, Reus. Jetzt aber. Jetzt ist es da mit dem Pausenpfiff. Gehen wir in Führung. Der Kapitän macht es. Chefsache Reus mit dem Tor. Selber das Ganze eingeleitet hier raus zu Haaland, der dann mit dem Abschluss Fährmann lässt klatschen. Genau vor die Füße von Marco. Oh, Alter, Meunier und dann auf der Linie McKennie, nachdem Fährmann da in den Kopfball von Jude Bellingham reinspringt, aber den Ball nicht wirklich trifft. Haben wir da die Riesengelegenheit auf 2-0 zum Beginn der zweiten Halbzeit. Jetzt kommt Schalke. Ausgleich. Rahman, nee, Uth ist es. Mit dem Tor. Schöpf läuft durch. Wir kommen nicht ran. Dann sind wir in der Unterzahl in der Mitte. Und Markut mit einer super Direktabnahme ins lange Eck. Keine Chance, den zu halten. Und der Ausgleich. Oh, jetzt gibt es 11 Meter. Was? Das war doch schon wieder Ball. 11 Meter in Dortmund für Schalke. Meunier ist der Übeltäter. Ja, okay, das war kein Ball. Das war überhaupt kein Ball. Das war ein ziemlich dummes Foul von Meunier. Markut hat die Riesengelegenheit auf 2-1 zu stellen und trifft Aluminium.
Wir reagieren sofort. Hazard geht runter, ebenso geht Bellingham, Brandt und Diop kommen rein. Reus. Und da ist Haaland. Haaland. Haaland ist durch. Erling. Haaland, jetzt aber! 2-1. Haaland macht es. Endlich. Und Reus mit der Vorlage. Superball. Haaland startet durch. Läuft der Abwehr davon und dann dieses Mal ins lange Eck. Ganz, ganz sicher 2-1. Die erneute Führung für den BVB und diesmal trifft Haaland. Schumacher kommt dann jetzt noch rein für Guerreiro für mehr defensive Stabilität. Haaland. Haaland! Und da muss Fährmann nochmal fliegen, 5 Minuten vor Schluss. Schalke merkt, hier geht noch was. Wir versuchen natürlich dagegen zu halten, mit einer Ecke beispielsweise. Zagadou. Reus und Brandt. Brandt ist durch. Julian Brandt, 3-1, er schießt uns zum Derby-Sieg. Brandt macht das Tor, Reus an all drei Toren beteiligt. 1 selbst gemacht, 2 aufgelegt. Ein ganz wichtiger Erfolg, dieser Derby-Sieg heute. Damit holen wir natürlich 3 Punkte vor allem, aber nochmal einen richtigen Schub in Sachen Meisterschaften. Jetzt wird sich in den letzten 6 Bundesligaspieltagen entscheiden. Werden es wieder einmal die Bayern oder ist der BVB bereit, die Bayern mal wieder zu ärgern? Und zwar so richtig. Es war auf jeden Fall eins der schwierigeren Derbys. Bayern gewinnt 4-0, heißt nach wie vor haben sie 3 Punkte Vorsprung. Das kann sich alles ändern und Haaland ist auf der 90, oder? Ist er auf der 90? Er ist auf der 89, okay. Noch ist alles menschlich bei ihm. Er ist noch auf der 89, aber das kann sich ändern. Moukoko wurde für Deutschland nominiert. Moukoko wurde für Deutschland nominiert. Wie geil ist das denn bitte? Moukoko einfach, ja, Nationalspieler. Läuft bei ihm. Jugendmannschaft, Scoutingsberichts und so weiter gibt es jetzt alles. Da müssen wir auch wieder welche losschicken. Vielleicht gibt es ja auch neue Talente. Das ist ja immer die Hoffnung. Vor allem beim letzten Scoutingbericht sind häufiger mal richtig gute dabei. So wie dieser Bruce Collins. Der sieht absolut wild aus. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Und dann werden wir heute noch 2 Spiele simulieren, sodass wir dann in der nächsten Folge die aktuelle Saison vielleicht ja sogar mit dem Meistertitel beenden können. Wäre krass und wäre auch echt so nicht eingeplant, weil für mich war eigentlich nur wichtig, diese Saison wieder gefestigt in der Champions League auf jeden Fall mitzuspielen und halt ja vielleicht den 2. Platz zu holen. Aber dass es so gut läuft, natürlich aufgrund unserer kranken Serie von 14 Siegen am Stück, die jetzt ja gegen Leverkusen gerissen ist. Aber trotzdem, das ist schon echt heftig, dass das so schnell alles wieder ging und dass wir so schnell wieder absolut on top sind. Bei Haaland werde ich jetzt mal nicht den Weakfoot noch trainieren, weil sonst ist der zu OP, aber ich denke, dass er sowieso bald gehen wird. Wir simulieren jetzt noch gegen die Hertha. Unser Manager-Rating ist komplett Müll. Wir können eigentlich tatsächlich mal mit der Startelf einfach simulieren. Was wird es gegen die Hertha? Es wird ein 2-0-Erfolg. Jetzt kommt Delaney natürlich an und will über seinen Vertrag reden. Der hat aber einen Vorvertrag mit City unterschrieben. Bayern haben parallel das Top-Duell gegen RB auch gewonnen und haben am heutigen Spieltag auch schon gewonnen. Heißt, wir müssen gegen Hoffenheim nachziehen, wollen aber zumindest mal ein bisschen Rotation wieder reinbringen. Julian Brandt darfst du natürlich nicht länger als ein Spiel mal komplett außer vor lassen. Und Brav geht auf die Bank, dann passt das soweit. Somit geht es rein in die letzte Simulation für die heutige Folge. Es geht gegen Hoffenheim und das ist ein 1-0-Sieg mit dem goldenen Tor. Wichtiger Erfolg und damit sind wir nach wie vor 3 Punkte an den Bayern dran. Das ist wichtig und da wollen wir in der nächsten Folge dann weitermachen gegen Bremen, gegen Union. Oh, Union? Ja, nee, da will ich, wenn, ein Auswärtsspiel spielen. Hannover, Bielefeld oder Wolfsburg. Wir haben ein leichtes Schlussprogramm mit einem richtig schwierigen Gegner mit Wolfsburg nochmal am Ende. Aber ja, es wird nicht leicht, die Meisterschaft noch zu holen. Die Bayern haben 3 Punkte Vorsprung. Das werden sie sich eigentlich auch nicht nehmen wollen. Ja, ein Duell um die Top-Torjägerkanone gibt es hier wohl nicht wirklich. 31-19 Tore, stark von Immobile, aber viel besser von Haaland. Den Rekord wird er wahrscheinlich nicht knacken, aber er wird auf jeden Fall sich die Kanone holen. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns in 2 Tagen dann hier wieder. Lasst gerne einen Daumen da, lasst ein Abo da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und dann geht es morgen weiter beim VfB Lübeck hier in FIFA 21 und in 2 Tagen dann wieder mit dem BVB. Bis dahin, macht es gut und ciao.